Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, jetzt aber nochmal. Jetzt probieren wir nochmal. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, wie er funktioniert. Schauen wir doch mal, ob wir den jetzt legen können, den Himmelhund, den elendigen. So, gehen wir erstmal auf unsere Positionopel. Jetzt komplett tot oder? Nee. Müssen wir komplett nochmal machen, okay. Wo schauen also die Kisten hier wieder richtig hinmachen? Jetzt komme ich hier nämlich nicht hoch. Okay, bis der Teil ging eigentlich noch ganz easy. Merken, rechter Arm war's. Ganz ruhig vorne. Schauen wir mal mit dem Schwert. Vielleicht sagt uns das Schwert wohin. Die Hand ist es. Da ist es. Hat doch noch geschafft. Bäh. Sorry für die kurze Folge, aber weißt du was? Wir machen jetzt gleich mit dem nächsten Koloss weiter, würde ich sagen. Weil die Folge jetzt so kurz war.
Schauen wir uns gleich den nächsten Koloss an. Und dann auch vielleicht das Ende. So, ich mach mal das Bildmachgerät aus, Leute. Endlich der letzte Koloss. Zeit wird knapp. Okay, dann würde ich sagen, zum letzten Koloss, Leute. Da könnte man sich ja einfach mal hinreiten. Okay, diese Richtung. Bildmachgerät. Schau mal, was der letzte Koloss war. Wahrscheinlich wieder das ewige Mega-Vieh. Hier war doch der erste Koloss, kann es sein? Das war hier auf jeden Fall Koloss Nummer 1. Aber vielleicht geht es jetzt hier bei dem. Vielleicht geht es da weiter. Okay, wir schauen einfach mal. Das ist ja schon wieder falsch, oder? Sind wir schon wieder falsch?
Okay, wir müssen andersrum. Also wieder zurück. Und wieder falsch gerannt. Sieht man auf der Karte hier was? Hier ist jetzt auch nichts mehr, oder? Ne. Okay, dann müssen wir um den Berg rum. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn hier jetzt noch was gewesen wäre. Aber ich schau lieber noch mal hier hinten lang. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie einen Weg oder so. Ne. No, hier ist nichts. Zeigt mir aber voll in die Richtung an. Das heißt bloß links oder rechts. Ich gehe mal links. Jetzt hin. Ja! Nein, gehst du. Hier geht's aber nicht lang. Vorne vielleicht. Habe ich irgendwie so was mitgenommen? Ich glaube, das war doch da unten, wo das blöde Tor war, oder? Da waren wir, wo wir, ich glaube, die zweite oder dritte Folge, wo wir ein bisschen erkundet haben. Da war doch da unten das blöde Tor, was zu war, glaube ich. Ja, genau, da ist jetzt offen. Genau. Kann eigentlich nur da drin sein.
Genau, da war das Tor. Genau, hier bin ich nämlich nicht weitergekommen. Schauen wir mal, ob wir jetzt das hier aufkriegen, wenn wir unser Schwert hier ranhalten. Mal runter. Ich denke mal, da wird es hochgehen, aber wir schauen jetzt hier nochmal, vielleicht gibt es hier noch irgendwie was. Zum Snacken. Shit happens. Zu früh gesprungen. Aber wir haben wieder Wiederbelebungspunkt. Somit haben wir nicht so weit. Alter, was ist denn los? What? Okay, dann weiß ich schon, wie wir es machen. Müssen wir mit dem Pferd rüber vielleicht? Wir haben ein Viertel. Kann er nicht um ein Viertel gehen? Was ist denn jetzt? Was ist denn das für ein Scheiß? Alter, das ist ein Mist. Das ist ein Scheiß. Also zu dem Boss würde ich schon gerne mal kommen. Ich kann nur mit dem Pferd gehen.
Ah, das ist doch ein Scheißdreck. Das ist doch ein Mistpiss. Das ist doch komplett scheiße. Die Kamera dreht sich so saublöd. Versuch 357. Ja, das ist mit der Kamera, das ist wirklich saublöd gemacht. Einmal dreht sich die Kamera komplett weg und dann kannst du das Pferd auch nicht mehr gescheit steuern. In die Richtung, wo du es haben willst. Eieiei. So, gerade. Das ist doch scheiße! Was ist denn das für ein Piss? So, warte mal, jetzt probiere ich mal, ob es irgendwie seitlich weitergeht. Ich hoffe mal, dass ein Pferd mir nachkommt. Ah, das kommt schon mal. Wir schauen jetzt mal, ob sie seitlich irgendwo weitergeht. Nee, hier kommen wir niemals rüber. Und hier geht es nicht weiter. Das muss schon hier weitergehen, aber... Das ist doch beschissener Scheißdreck. Wie oft soll ich jetzt noch überspringen? Jetzt komm. Gib Gas jetzt. Das ist scheiße. Das ist absoluter Mist. Ich verstehe auch nicht, warum die Kamera nicht so bleibt. Kompletter Scheiß. Zieht mir immer nach rechts rüber, also. Wir werden jetzt gleich mal den Stick nach links rüberziehen. Scheiß jetzt.
Okay, jetzt ist er wirklich tot. Okay, wir haben jetzt schon mal kein Pferd mehr. Hier geht es nicht weiter. Ich glaube, wir warten jetzt mal lieber, bis unsere Energie wieder voll ist. Geht's denn jetzt hier schon wieder weiter? Hup.
Okay, hier oben. Hier waren wir doch gerade, oder? Mein Gott. What the fuck? Der sieht brutal aus. Ich denke, dass wir uns irgendwie durch die Säulen verstecken müssen. Alter Schwede. Dieser Zielsuchding. Okay, so kommen wir nicht an den ran. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden.
den kann ich mir auch gar nicht mehr erinnern. Jetzt war ich schon so weit. Okay, also nochmal. Gibt es eigentlich nur einen vorgegebenen Weg dann? Sorry, dass ich ein bisschen ruhig bin, aber ich muss mich hier voll konzentrieren. Ich hätte eben nicht gesehen gehabt, dass der von da schießen kann, der Penner. Da oben steht er. Okay, wir meinen das jetzt am besten. Immer ein bisschen weiter vortasten und irgendwann sind wir an ihm dran. Ich weiß nicht, wie weit der schießt oder wie. Was für Distanz der schießen muss. Oder kann, bis wieder wirklich rankommen an den. Der jetzt. Der trifft uns auf jeden Fall. Aber hier ist eigentlich nichts. Okay, wir sind jetzt schon eine Ebene tiefer. Hier wird es nochmal runtergehen. Ich weiß es nicht, ob wir da runter müssen. Sind wir von dort gekommen? Na, hier ist eine Mauer. Hier ist eine Mauer. Boah,
waren wir hier schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Oh, wir sind unter ihm. Ich weiß nicht, wenn er seine Hände benutzt, dann ist der Fall ist, wer, keine Ahnung. Dann sie irgendwie runterkicken kann. Kamera ist echt beschissen. Nein. Ach Mensch. Was machst du denn? Jetzt sehen wir nichts mehr ab.
Nein, es ist ein Piss, wirklich. Das ist echt ein Piss. Was muss ich jetzt machen? Ist irgendwie da hinten rauf oder so? Kein Plan. Ich hab keinen Plan, Leute. Ach, was ist denn das für ein Mist? Mann! Kammer spackt auch so rum, ich hab's gesagt. Schulter wäre noch was. Oh, jetzt weiß ich nämlich nicht mehr weiter. Komm hier hoch, keine Ahnung, wie ich das machen muss.
gibt hier doch nicht so viel. Boah, ist die Kamera lästig. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Ich werde mal auf YouTube schauen jetzt, wie der geht. Ich habe nämlich keinen Plan. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir auch genau hier weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.